unter Strom. Ja, ich habe nur keine Eisenplatten. Okay, ich sehe es ein. Eisen ist ein Problem. Deswegen hatte ich das jetzt auch angefangen. Ihr bekommt jetzt jeweils 24 sollten eigentlich erstmal reichen. Ja, okay. 24 bis 40. So. Jeweils noch Ärmchen. So, und das Ganze kommt dann wieder auf 1. Das dann hier rumgeht. Wie läuft das jetzt ab? Achso, okay. Mir fließt besser. Ende mit. Du da oben hast auch keinen. Hier, nimm die Mini-Bricks. Gib mir Stahl, so. Fließband. So, wo muss das Eisen jetzt hin? Da drauf. Ja. Okay. Sieht jetzt komisch aus. Wird später anders aussehen. So. Achso, und das Eigenbedarf. Nom. Brauche ich alles. Gut. Ich brauche mehr von den Meschern. Mescher. Ich brauche mehr von den da. 10 Stück. Und ich hole schon mal mehr Stonebricks ab, um den letzten Mescher zu bauen. So. Schnappe ich mir auch hier das Solder ein bisschen. Ich schnappe hier Solder. Plates. Hier fehlt wieder Tin, das müsste ich von hinten holen. Ist okay. Davon habe ich noch genug Eigenbedarf. Yep. So, 49 Stonebricks. Ist okay. Mining Green Research ist in Arbeit. Warum braucht das so lange? Ich brauche eigentlich nur 50 Tränke. Ich sollte vielleicht mehr davon bauen. Mehr Labs. Du bist ein Lab, oder? Ja, Lab steht oben drauf. Okay, 2 Labs bauen. Das da. Metall kommt wieder, das ist gut. Die ganzen roten Tränke sack ich mal ein. Damit sie sich nicht ganz so extrem hier staunen. Und schmeiße sie dann direkt rein. So. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Achso, und das hier kann ich auch schon mal vorbereiten. Das war 1 zu früh. Angriff wieder oben rechts. Sehr gut. Könnt ihr euch immer weitermachen. Solange die Munition hält, stimmt. Ich sollte gleich mal Munition nachlegen. 91 Stück habe ich dabei. Okay. Oh, ich habe nicht genug Eisenplatten, um Mescher zu bauen. Das ist peinlich. Nimm das mal hier mit. Bau den einen Mescher. Wo bist du? Achso, ist noch eine Arbeit. Ja, so. Warum funktionierst du nicht? Ach, ihr seid zu weit weg, kann das sein? Ja, es war zu weit weg. Also war das eben doch richtig. Lalala. So. So, jetzt sollte das gut klappen mit dem Metall. Nächster Schritt wären also die besseren Stone Furnaces, die immer noch mit Brennstoff arbeiten, aber halt schneller arbeiten. Weil das Pulver wird sich sehr schnell stauen, das sehe ich jetzt schon. Ja. Das hier oben lasse ich erstmal noch laufen, dass es sich hier aufstaut. Wir sind aber auch später alles umgemasht, wenn ich dann soweit bin. Dafür müsste die Anlage hier vergrößert werden oder mit MK2-Meschern betrieben. Jetzt schmeiße ich erstmal die beiden Labs hier irgendwo hin. So. Mhm. Damit das auch schneller geht. Und crafte mir mal ein paar grüne Tränke. So.
Munition nachlegen. Wow. Okay, das hält eine Weile. Munition nachlegen. Dann. Ich würde sagen. Ärmchenproduktion. Wow. Ärmchenproduktion automatisieren und mit Fließbändern irgendwie machen, dass wir dann grüne Tränke herstellen können. Und das sieht echt krass aus hier. So, ich muss gar nicht mehr F drücken bei den Dingern. So. Deswegen. So, du bekommst einen vollen Stack Money, du bekommst einen vollen Stack Money, du hast, glaube ich, bisher noch keinen Schuss abgegeben, aber kriegst trotzdem ein bisschen was. Und nur mal so zur doppelten Sicherheit da oben noch eine Reihe hin. Okay. Dann mach doch bitte mal, wo ist der Unterschied? Keiner wahrscheinlich. Mach mal das so. Das Fließband hier ist für nichts, das können wir weg. So. Die Kohle kann ich später fürs Plastik benutzen. Du, Stonebricks für mehr Mesche. Rohstein habe ich erstmal genug. So, was war jetzt mit Licht? Genau, bau Licht aus den teuren blauen Brettern. Die man was sehen kann, die kurz abbrechen. Und dann wieder bauen. Behalte hier erstmal Inventar. Also es gibt hier, glaube ich, keine Artillerie vom Feind, so wie bei Hardcoreo. Also, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das ist eine Hardcoreo-Only-Sache. Das heißt, ich könnte es auch irgendwo hinschmeißen, aber ist mir halt ein bisschen unwohl. Ölfelder wären da oben. Die müsste ich eigentlich in Beschlag nehmen. Das heißt, ich müsste die Mauer noch weiter hochsetzen. Aber das mache ich erst, wenn das hier einmal rum ist. Was bedeutet, ich müsste den Schalter da mal umlegen. Dass er jetzt doch auch wieder da was rausnimmt. Ich hoffe mal, die Stonebricks, die ich jetzt habe, reichen erstmal. Für Mescher und Zeug. So, hier war jetzt aber eigentlich geplant, die Ärmchen zu automatisieren. Dafür bräuchten wir... Ja. Iron Gear Wheels, Iron Plate und das Circuit Board. Das werde ich nicht schaffen. Circuit Boards zu automatisieren ist doof. Habe ich die überhaupt schon? Ja, Copper Cable und Wooden Boards. Also bräuchte ich Wood. Ich habe allerdings noch keine Wood-Herstellung, oder? Greenhouses. Mach mal. Du bist eigentlich viel lang. Herrlich. Nimm dir mal hier eins der Kohle. Für die Stahlproduktion. Du. Da, bitteschön. So. Also ich müsste das Greenhouse irgendwo hinbauen. Dann müsste ich von dem Greenhouse das Holz zu einer Fabrik bringen, dann die Woodboards herstellen. Dann bräuchte ich in der Nähe irgendwo noch Kupfer, um daraus Draht zu machen, um das Draht mit dem Woodboards zusammen zu den Brettern zu machen. Und dann muss ich die kombinieren mit Iron Plates und Iron Gear Wheels. Hier wird sich anbieten. Ja. Wobei ich auch hier das theoretisch später so umbauen müsste, dass es mit den Meschern arbeitet. Das heißt, ich habe hier gar keinen Platz mehr. Aber das kann ich ja nach unten irgendwie machen. Also hier die Drills, da die Mescher und dann die Kupferplatten von hier weg. Ja, hier zwischen. Hätte ich sowohl Eisen als auch das da. Das Greenhouse muss ich dann gucken, wie das funktioniert. Das heißt, ich pflanze hier am besten schon mal die ganzen Dinger hin. Damit ich mich einigermaßen orientieren kann. Das ganze Tinfeld wird jetzt zugebaut. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir davon wirklich brauchen. Nehmen das mal mit für oben später. Und so, Greenhouse ist fertig. Saplings aus Holz. Ich werde wahrscheinlich auch Holz bauen müssen. Abbauen müssen. Da ist Greenhouse. Bauen wir ein Greenhouse. Guck mal, wie groß das ist. Was? Achso, das war ein Sapling. Das war nicht das Greenhouse selber. 4, so? Wo ist das Greenhouse?
Irgendwas, was grün aussieht? Du bist ein Stonebrick, du bist Rohrkram. Du bist Fabrikkram. Du bist ein Sapling. Das sind Ressourcen. Waffenkram. Hm. Yogi wird's nicht sein. ETF. Okay, Ah, es sieht aus wie ein Lab. Okay. Da. Lab. Greenhouse. Braucht 10 Lampen. Okay. Braucht mehr von den Grisselbrettern. Und die Grisselbretter brauchen... Die normalen Bretter brauchen Holz. Okay, wollen wir noch Holz abbauen. Ich hab zu wenig Holz in der Nähe. Okay, da. Die paar Bäume müssen weg. So. Dann machst du daraus Grisselbretter. Das kann auch mal weg. Fisch. Mhm. So, Bretter sind in Arbeit. Damit mache ich dann das andere Zeug. Und da, Greenhouse, Bau. Also, Greenhouse, Fabrik für Bretter, Kupfer, Fabrik für Draht. Das wird hier kombiniert zu den braunen Grisselbrettern. Also, dem anderen Electric Board. Ich will den Namen auch merken. Basic Electric Board ist das und Basic Circuit Board ist das. Also dann wird das Basic Circuit Board hier hergestellt von dem Draht und den Platten da oben. Greenhouse. Du stellst bitte Holz her. Du brauchst 50 Sep. Okay, warte mal. Das geht nicht auf. Und ich müsste das wahrscheinlich irgendwie im Kreis schließen. Okay, also ich müsste eine Anlage bauen, wo dann... das Greenhouse da ist und direkt neben dem Greenhouse ist eine Fabrik, die aus dem Holz Saplings macht und die sofort wieder ins Greenhouse zurücksteckt. Also ich brauche schon mehr Platz und mehr Holz. Hier ist ja ein schöner Wald. Kann komplett weg. So. Da. Bau. Davon ganz viele. Noch mal so 50 auf Vorrat, falls wir noch ein Greenhouse brauchen. So. Okay. So, 50 Saplings, das passt. Okay, dann nimm das Greenhouse da und such dir einen neuen Platz dafür. Wobei, kann ich die vielleicht nebeneinander? Ja, mach mal das. Da und eine Fabrik da. Brauche Ärmchen. So, und dazwischen dann einfach ein Ärmchen dahin, ein Ärmchen dahin und das Holz, das überschüssig ist, kommt raus. Bin mir gar nicht sicher, wie ich das machen soll, aber okay, du da. Und es arbeitet sehr langsam. Hä? Und es hat nur 10 verbraucht von 50, die es angeblich braucht. Okay. Du machst Saplings. Das heißt, das Ärmchen, da müsste eigentlich Priorität haben. Das heißt, ich müsste eigentlich ein schnelles Ärmchen mal bauen. Die kann ich schon, ne? Fast Speed Inserter? Ist der Unterschied? Ich glaube, das ist das alte blaue Ärmchen. Brauchen wir einen davon. Das heißt, das Ärmchen ist schneller. Also wenn hier Holz produziert wird, wird es zuerst da rausgenommen. Und dann nimmt ein langsames Ärmchen das hier raus. Tut es hier in eine andere Fabrik. Die ein bisschen weiter da ist, damit wir hier Platz haben. Und du machst jetzt die braunen Bretter. Die da. Mist. Du brauchst erstmal Holz. Okay, dann musst du erstmal
Da musst du erstmal Holz herstellen. Unter was fehlt jetzt Holz? Da fehlt Holz. Okay. Du stellst erstmal Holz her. Dann gehst du von da aus weiter. Es wird immer größer hier. Ach ja, Rattenschwanz Bob. So, du, was fehlt dafür jetzt? Es fehlt wieder Holz. Ah, wie geil. Okay. Ich hätte nicht alles sofort hier umwandeln sollen. Bau da die nächste Fabrik. So, du machst jetzt die... die Wooden Boards, richtig? Und danach kommt... Ich hatte es extra hier gemacht, weil das Kupfer in der Nähe ist. Ich... Warte, ich kann hier eine Fabrik zwischenquetschen, richtig? Richtig, okay. Erstmal brauche ich wieder mehr Holz. Kann ich ein paar von den Zeppelins einfach so hinsetzen? Oh, nee, schade. Das mochte ich bei dem Tree Farm Mod irgendwie lieber. Das konnte man direkt einfach so anpflanzen irgendwo, um es auch benutzen zu können. Zum Beispiel, um Umweltverschmutzung gegen anzuwirken. Man konnte es aber auch halt in diesem extra Ding automatisieren. Also, ne, bisher beeindruckt mich der Mod da nicht so wirklich. Da fand ich Tree Farm besser. So, dann mach daraus jetzt bitte mal schon mal direkt Holz, damit ich das nicht aus Versehen später für irgendwas anderes benutze. So, und dann jetzt nochmal Rohholz abbauen. Gut, Stahlpickel hält auch noch. Und jetzt das da weiterbauen. Und das alles nur, um stinknormale gelbe Ärmchen herzustellen. Um daraus grüne Tränke zu machen. Noch nicht mal hellblau oder irgend so abgefahren aus Gedöns. Nee. Das ist echt, ja. Bob halt. Wenn wir später Roboter haben, ist das kein Problem. Aber jetzt am Anfang alles mit Fließbändern und so, ist echt ganz schön wuselig. So, bau jetzt bitte davon ein paar Fabriken. Okay.